Hallo und herzlich willkommen zu den parapsychologischen Theorien, wo ich euch gerne, wie es der Name schon sagt, euch die bekanntesten und wichtigsten Theorien zur Parapsychologie aufzeigen möchte, aber noch viel wichtiger auch die entsprechende Terminologie und die Kladistik, die es an sich nicht gibt, die wir als Gruppe aber versuchen hier einzuführen, damit wir auch eine wissenschaftlich einheitliche Basis haben. Und direkt dazu muss ich sagen, das Video, was jetzt quasi zum 10.11. hier reingestellt wird, greift quasi ein bisschen vor. Das ist in der Terminologie und Kladistik eindeutig weiter hinten anzusiedeln. Allerdings möchte ich sehr gerne jetzt schon vorstellen, einfach weil wir mit dem Parascore, um den es sich heute drehen sollte, gerne direkt schon arbeiten möchten, mit dem Ziel, dass da ein einheitliches Vergleichssystem geschaffen wird. Ich habe an dem Parascore die letzten 2 Monate immer relativ intensiv dran gearbeitet, um ihn ein bisschen zu perfektionieren, noch ein bisschen fein zu schleifen. Der ist jetzt noch nicht endgültig, vermute ich mal, aber ich bin jetzt mit ihm so weit zufrieden, dass ich ihn vorstellen und in der Praxis auch anwenden möchte. Gut, also fangen wir einfach an. Inhaltsverzeichnis ganz kurz. Was ist das? Definition und Bedeutung. Dann zweitens das Messprinzip. Drittens die Parascore-Punktetabelle. Das erklärt sich mit den ersten 2 Punkten dann besser, will ich jetzt noch nicht zuvor greifen. Und was natürlich für mich auch wichtig ist, auch wenn das eine reine Theorievideos sind, möchte ich gerne den Praxisbezug herstellen, immer mit Beispielen und auch hier in dem Fall ein Rechenbeispiel, um zu verstehen, wie dieser Parascore denn eigentlich wissenschaftlich angewandt werden kann. Wir fangen natürlich vorne an bei Definition und Bedeutung. Und die Definition und Bedeutung ist immer die Frage nach dem, was ist das eigentlich? Wofür brauchen wir das? Was soll das sein? Und das ist relativ einfach. Der Parascore soll der Maßstab für alle paranormale Aktivität eines Ortes bzw. eines Objektes pro Stunde sein. Man könnte sogar sagen pro Subjekt, weil es auch Spuk oder Phänomene gibt, die personenbezogen sind. Allerdings werden wir das im Rahmen der Kladistik halt dann schon eher behandelt haben, wenn dann die Kladistik denn so weit ist. Das Video wird hier im Nachgang kommen. Aber jetzt, wie gesagt, erstmal schon mal vorab, nehmt es erstmal so als gegeben hin. Was wir alle wissen ist, dass paranormale Aktivität nicht direkt gemessen werden kann. Es gibt keinen direkten Wert, wie dass man zum Beispiel Lichtstärke in Lumen misst, eine Entfernung in Metern oder so. Das sind einheitliche Maßstäbe, die eindeutig einen Bezug haben, die leicht nachzuvollziehen und zu messen sind. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Sachen, die nicht direkt gemessen werden können, abgeleitete Maßstäbe. Zum Beispiel Geschwindigkeit ist wahrscheinlich der populärste, Kilometer pro Stunde, also Weg pro Zeit. Das ist ein abgeleiteter Maßstab, denn wir brauchen hier 2 Grundmesssachen. Sie lässt sich alleine nicht direkt messen, sondern man braucht 2 Bezugsgrößen. Ähnlich ist das mit dem Parascore, den wir hier einführen möchten. Denn auch hier können wir an sich nur, ich sag mal, Energie messen, Aktivitäten messen und von dieser aus Rückschlüsse machen. Mit dem Ziel allerdings, diese zu vereinheitlichen. Der Parascore hat insgesamt 3 wesentliche Funktionen. Das erste ist, dass die Vielzahl der diversen Aktivitäten, die es gibt, also zum Beispiel Magnetfelder, Geräusche, Erscheinungen und so weiter, dass die alle auf ein vergleichbares, einheitliches Maß zur Beurteilung gebracht werden. Dass man sagen kann, ich mache jetzt mal ein Beispiel, eine Geistererscheinung ist deutlich aufwendiger energetisch und kommt von der Komplexität als zum Beispiel eine Tonbandstimme. Also muss bedeuten, ihre Aktivität oder ihr Erscheinen bedeutet eine höhere paranormale Aktivität. Und wie gesagt, der Parascore dient dazu, diese Vergleichsbasis zu sein. Das zweite ist, dass Spukorte und Objekte idealerweise international, das ist eigentlich so das Ziel, was wir hier verfolgen mit dem Parascore. Es soll ein internationaler Maßstab sein, mit einer gleichen Einheit und dazu führen, dass natürlich Phänomene dadurch vergleichbar gemacht werden können. Weil, wenn der eine sagt, jo, pass auf, ich war eine Stunde da, das ist ja zeitbezogen, ich habe hier 10 EVPs gemacht und hatte eine SLS-Gestalt gewesen, auch das kommt im Vorgang zu dem Video irgendwann, beziehungsweise für euch, die es jetzt sehen, später. Und der andere sagt, ja, okay, ich hatte aber direkt einen Geist gesehen, als Beispiel. Dann stellt sich die Frage, wie ist das zu bewerten? Was ist jetzt wichtiger? Der eine hat mehr, der andere hat etwas, was deutlich komplexer und aufwendiger ist. Wie ist das zu bewerten? Und das ist halt das zweite Ziel des Parascores, dass man einheitlich, wenn möglichst international sagen kann,
das hat einen höheren Parascore, das hat also eine höhere paranormale Aktivität. So kann man die Orte oder Objekte schnell vergleichen. Und last but not least, es soll ein definiertes Abgrenzungskriterium beruhend auf mess- und dokumentierbaren Aktivitäten sein, welches eine fundierte Zuordnung als paranormal zulässt. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir legen eine Art Grenzwert fest vom Parascore, den sehen wir gleich, den habe ich natürlich auch erstmal definiert. Und anhand dieses Messwerts können wir sagen, bis dahin kann man sagen, es ist keine Paranormalaktivität und ab Überschreiten dieses Messwertes, des Toleranzwertes nenne ich ihn mal, ist es paranormale Aktivität. Und damit haben wir eigentlich das, was wir in der Parapsychologie als Wissenschaft dringend brauchen, aber es überhaupt nicht gibt und noch nie versucht wurde zu machen, einen einheitlichen Maßstab, der auf genauen Verfahren beruht, die messbar und definierbar sind und die auch, der es auch dazu dient, es abzugrenzen und eine eindeutige Zuordnung zu treffen, ob es parapsychologisch ist oder wahrscheinlich nicht. Damit kommen wir zum Messprinzip. Und wie wir schon gesagt haben und wie es wahrscheinlich jeder weiß, sei es jetzt aus irgendwelchen Filmen oder Dokus, wobei natürlich vieles auch ein bisschen übertrieben dargestellt wird in Filmen, das will ich jetzt gar nicht schönreden, aber wie jeder weiß, bei paranormalen Aktivitäten ist es halt eine Ansammlung sehr komplexer, sehr diverser Vorgänge. Es gibt Haufen verschiedenes Zeug und alle davon sind zwar messbar, mehr oder weniger, oder dokumentierbar, aber es muss jetzt so sein, dass diese direkt messbaren Sachen einen indirekten Rückschluss zulassen, wie hoch dieser Parascore ist. Und da gibt es zwei maßgebliche Parameter zu beachten. Der erste, der dürfte jedem klar sein, die Energie. Mal ganz grob gesagt, umso energieaufwendiger etwas ist und umso unerklärbarer es ist. Das heißt, wenn ich Energieauswirkungen habe, die ich nicht erklären kann, ist das paranormal. Und umso höher die Energie ist, natürlich, umso intensiver. Und das kann halt in verschiedenen Punkten passieren. Zum Beispiel Energieumwandlung. Energie wandelt sich immer von einer Sache zu einer anderen Sache um. Ist so. So, ich verwende jetzt mal den Begriff Verbrauch. Das ist natürlich nicht richtig, weil sie wird nicht verbraucht, sondern nur von A zu B umgewandelt. Und das sind halt drei Punkte, wo wir dann messen können. Der Verbrauch, die Umwandlung und das, was aus der Energie entsteht, beziehungsweise die emittierte Art der Energie. Klassiker ist beim Verbrauch, dass die Temperatur sinkt oder Batterien sich entleeren. Es kann auch Schwindelgefühlen sein, dass das innere magnetische Feld gestört ist. Da wird Energie entzogen, wenn die Temperatur sinkt, zum Beispiel thermische Energie. Die wird dann umgewandelt. Die Umwandlung ist das, was am einfachsten zu dokumentieren ist, allerdings am schwersten davon allein Rückschluss zu ziehen. Das sind die elektromagnetischen Felder, beziehungsweise Strahlungen an sich. Immer wenn wir eine Umwandlung haben, bewegt sich ein elektrisches Feld, weil es mindestens zu Umbau kommt von Bindungen, wenn es chemisch ist. Und wenn es physikalisch ist, dann einfach, weil bei Energieumwandlung Energieverluste auftauchen. Das ist immer so. Und das heißt, das elektromagnetische Feld, die geladenen Teilchen bewegen sich, verändern sich und das erzeugt ein elektromagnetisches Feld, was wir messen können. Und der letzte Punkt halt, wo wir ansetzen, ist die ungewandelte Energie, sprich das, was entsteht, Schall, Licht etc. Und das ist halt das, was klassisch dann als der Spuk bezeichnet wird, sei es die Geisterscheinung, sei es ein Geräusch, sei es sich bewegende Gegenstände und so weiter. Das heißt, wenn wir zum Beispiel einen klassischen Fall hätten, ich sage jetzt mal, der Idealfall wäre, man stellt fest, die Temperatur sinkt, gleichzeitig misst man, dass ein EMF-Feld vorhanden ist oder sich verstärkt. Vorhanden ist ja eh immer eins, aber dass sich eins verstärkt. Und dann sieht man, Beispiel, einen Gegenstand sich bewegen ohne Zutun. Dann haben wir den Klassiker, dann wurde hier in dem Fall thermische Energie, die Temperatur ist gesunken, umgewandelt, mittels EMF-Feld dokumentiert, zu kinetischer Energie. Der Gegenstand hat sich bewegt. Dann haben wir hier eine paranormale Aktivität, wo wir Energieumwandlung dokumentieren können an drei Punkten. Allerdings ist das nicht ausreichend genug. Nur anhand der Energie zu messen, ist eine rein, ich sag mal, eintönige Sache. Man muss sich das mal so vorstellen, ich bleibe jetzt mal bei meinem Lieblingsbeispiel dafür, um das mal zu erklären, eine Tonbandstimme. Wenn ich eine Tonbandstimme aufnehme, die einfach nur irgendein einzelnes Wort ist, zum Beispiel, keine Ahnung, sagen wir mal Hallo.
Aber die sind unerklärbar. Sie stammen von keinem der Nähe. Man kann Radiosender ausschließen und was weiß ich. Also wir gehen ja sowieso mal davon aus, dass hier alle natürlichen oder technischen Erklärungen bereits fehlgeschlagen sind. Erst dann kommen wir überhaupt in den Bereich rein, zu sagen, das ist parapsychologisch. Wenn die nun Hallo sagt, dann ist das natürlich von der Energie her so einigermaßen okay. Das ist nicht ganz so aufwendig. Muss aber verschieden bewertet werden. Hat sie jetzt Hallo gesagt? Einfach so. Oder haben wir Hallo gesagt und es war eine Antwort darauf? Beides hätte genau denselben Energiegehalt. Allerdings die Komplexität würde hier komplett vernachlässigt werden. Oder, was jetzt mal die Komplexität besser darzustellen, man fragt nach einem Namen und kriegt Hallo zurück. Hallo kann man immer sagen. Bekommt man aber einen Namen zurück, am besten noch einen, der im Kontext steht. Zum Beispiel, man weiß, hier wohnt aber jemand mit Team mit Namen Nina. Und die Stimme sagt auf die Frage hin, wie ist dein Name? Nina. Hallo Nina, mögen vom Energiegehalt relativ identisch sein, natürlich minimal Unterschiede, das Wort Nina ist ein bisschen kürzer und so weiter. Aber die Komplexität ist ja extrem viel höher. Denn hier hat man eine in Bezug stehende Antwort bekommen. Das heißt, allein die Energie zu messen ist nicht ausreichend, weil wenn man eine komplexe Antwort bekommt, dann ist das nicht so, wie als würde man ein Tonband abspielen. Hallo kann man ja auf dem Tonband. Sondern es ist eher so, als würde man mit einer KI reden, wenn man sich das mal auf eine technisch vorstellbare Sache bringen möchte. Und es ist jeder, der weiß es, wenn man jetzt eine Stimme aufnimmt, quasi ein Audio aufnimmt und das auf dem PC speichert, dann ist das viel, viel freundlicher vom Platzverbrauch her auch, von der Komplexität her, das ist ja nichts weiter als Speichervolumen, als wenn ich versuchen muss, da kein Audio einfach nur abspielen zu können, sondern eine KI zu haben, die reagiert. Das heißt, das Audio wird immer das abspielen, was ich aufgenommen habe, aber wenn ich eine KI habe, dann muss sie Abfragen machen. So zum Beispiel, wenn Frage nach Name kommt, dann spiel Audio Nummer 7 ab, Nina, in dem Fall, wenn das auf eine technische Ebene bringt. Das heißt, ich brauche nicht nur einen breiteren Pool an möglichen Audios, sondern ich brauche auch von der Komplexität her eine Abfrage, die testet, welches Audio jetzt gerade gespielt werden muss. Und das ist viel, viel aufwendiger vom Speicherplatz her. Deswegen, von der Energie her ist das Abspielen bei dasselbe, aber das Speichervolumen, die Komplexität ist höher. Und das ist der zweite Punkt, wo man ansetzen muss, die sogenannte Entropie. Den Begriff haben alle schon gehört, wahrscheinlich, zumindest die meisten der jüngeren Leute, die hatten einen Chemieunterricht. Und da wird es meistens ein bisschen falsch beschrieben. Da wird Entropie meist dargestellt als das Maß des Chaos. Das ist nicht ganz richtig. Entropie ist wortwörtlich die Menge an Informationen, die notwendig sind, um ein System in vollkommene Ordnung zu bringen. Das heißt, Maß für Chaos ist nicht ganz verkehrt. Aber ein entropisches System, umso entropischer es ist und desto chaotischer es ist, und desto mehr Energie muss man investieren, um es wieder in Ordnung zu bringen. Das lassen sich für manche schwer vorstellen. Bestes Beispiel ist ein Schreibtisch. Arbeitsschreibtisch. Wenn man den erstmal aufstellt und einrichtet, dann ist der schön in Ordnung. Das ist kein Thema. Nur arbeitet man damit. Und in der Regel sammeln sich ein paar Sachen an. Es gibt irgendwo einen Stapel Papier, ein paar Stifte liegen rum. Es wird irgendwann irgendwas aufgestellt, wo die gesammelt werden. Auf jeden Fall nimmt quasi die Unordnung zu. Und wenn wir den wieder in Ordnung bringen wollen, den Schreibtisch, müssen wir Energie investieren. Und wir müssen die Energie investieren mit körperlicher Arbeit quasi. Wir räumen auf. Genauso ist das hier mit der Komplexität an Antworten, nimmt die Entropie zu. Beziehungsweise der Witz ist, die Entropie nimmt theoretisch ab, weil das System ja deutlich mehr in Ordnung ist. Allerdings bedeutet das im Umkehrschluss, es ist viel, viel mehr Energie notwendig, um diesen, ich nenne es mal, ordentlichen Zustand aufrechtzuerhalten. Und das bedeutet, dass diese komplexen Aktivitäten aus dieser Sicht viel mehr Informationen benötigen und damit energetisch aufwendiger sind und damit höher einzustufen sind als einfache Wiedergabe von einem zufälligen Audio oder einer zufälligen Aktivität. Weil es quasi als so komplex ist, es muss jemand etwas sein, das in der Lage ist, auf einen gewissen Reiz zu reagieren und eine entsprechende Antwort zu geben. Wie gesagt, sei es auch die Antwort auf eine Frage oder jemand, der die Anwesenheit bemerkt und deswegen anfängt, irgendwelche Dinge zu verrücken. Und das sollte man nicht unterschätzen, diese Speicherenergie. Gut, also Energie ist wichtig und Entropie in Form von quasi Energie, die man benötigt, um Informationen zu generieren, um Ordnung wiederherzustellen.
beziehungsweise die Entropie, die in der diesem System schon vorhanden ist. Wie ich schon sagte, wie immer ganz wichtig, es dürfen natürlich nur Aktivitätenbetrachtungen mit einbezogen werden, für die alle natürlichen oder technischen Sachen ausgeschlossen werden können, die als nach aktuellem Wissenschaftsstand als unerklärbar einzustufen sind. Nur dafür ist der Parascore gedacht und die Parapsychologie. Und hierbei muss natürlich streng vorgegangen werden, das ist ganz klar. Und im Zweifelsfall muss man gegen eine Aufnahme in den Parascore entscheiden. Das heißt, wenn man sich nicht sicher ist, ich habe da eine Tonbandstimme gehört, war die vielleicht doch von mir, hatte ich da eventuell gerade ausgeatmet und es klang wie ein Stöhnen. Wenn man da im Zweifel ist, dann muss man aus wissenschaftlicher Sicht sagen, okay, wir dürfen es nicht aufnehmen, denn es wär eventuell erklärbar. Da die Intensität von Aktivität während einer Untersuchung stark fluktuiert und manchmal sogar extrem stark, nicht nur von Stunde zu Stunde, sondern von Tag zu Tag oder je nachdem, wann man wieder da ist, ist das Parascore oder muss der Parascore eine zeitabhängige Variable sein. Und hier einfach, um eine einheitliche Definition zu haben, habe ich festgelegt, das ist der Parascore anzuwenden auf die Stunde mit der höchsten Aktivität laut der Parascore-Punktetabelle. Die sehen wir uns dann gleich an. Jetzt fragen sich manche, ja Moment, warum die höchste Aktivität? Ja, weil die niedrigste keinen Sinn macht. Die niedrigste Aktivität pro Stunde wird man eigentlich immer irgendwann erreichen. Es wird irgendwann immer eine Stunde geben, in der keine Aktivität ist. Das ist aber Quatsch, weil das würde die Realität quasi ausschließen. Es ist wichtig, die mit der höchsten Aktivität zu nehmen, um zu sagen, hier ist was los. Man wird da auch bei einem Garten nicht die Anzahl der Pflanzen zählen, in dem Moment, wo man gerade alles umgegraben hat, sondern dann in dem Moment, wo alles blüht und wächst. Unter Berücksichtigung der enthaltenen Energie und der entropischen Komplexität der Aktivitäten wurde die Parascore-Punktetabelle entwickelt, in welcher jede einzelne Aktivität eine entsprechende Anzahl an Punkten zugewiesen wird, welche, bezogen auf die Stunde mit der höchsten Aktivität, in Summe den Parascore bilden. Und hier möchte ich, dass folgende Abgrenzungskriterien noch berücksichtigt werden. Wie gesagt, wir brauchen einen Toleranzbereich, um zu sagen, das sind Fehler. Und das erste ist der Parascore, wenn er kleiner als 5 ist, haben wir keine paranormale Aktivität. Denn jedes Messverfahren und jeder Mensch hat eine gewisse Fehleranfälligkeit. Und deswegen ist ein Parascore kleiner als 5 noch als Messungenauigkeit bzw. Messtoleranz anzusehen und damit paranormale Aktivität auszuschließen. Das ist quasi unser, ich sage jetzt mal, wissenschaftlicher Puffer, mit dem wir sagen, ja du, pass mal auf, vielleicht hast du dich einfach nur geirrt und dann können wir hier sagen, mag sein. Allerdings haben wir hier schon einen Puffer berücksichtigt für solche Sachen und damit ist er abgegolten. Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter und machen eine Zwischenstufe. Ein Parascore von 5 bis 9 werden wir zweifelhafte Aktivität werden. Das bedeutet, der Parascore ist zu hoch, um auf Messfehlern zu basieren, allerdings auch zu niedrig für eine eindeutige Verifizierung als paranormale Aktivität. Das bedeutet zwingend, eine neue Untersuchung ist empfehlenswert zur genaueren Abgrenzung, um zu sehen, ob der Parascore sich dann halt verändert. Der Parascore an einem Ort kann, wie gesagt, auch stark variieren. Es kann einen Tag geben, da ist gar nichts los, ein Tag ist viel los, und am dritten Tag hat man kurz einmal was und dann wieder gar nichts. Deswegen ist immer nur quasi immer der höchste auch zu wählen. So, ganz sicher gehen wir allerdings erst, wenn der Parascore größer 9 ist, also ab 10. Dann sagen wir haben paranormale Aktivität, außer natürlich, wenn wir natürliche oder technische Ursachen ausschließen konnten. Denn dann ist die Aktivität viel zu groß oder viel zu komplex, um es einen normalen, zufälligen Ursache, die man nicht entdeckt hat, zuzuschreiben und es daher als paranormal einzustufen. Damit kommen wir zur Parascore-Punktetabelle, das heißt zum ersten der 6 Teile, die ich dafür benötige. Und wie gesagt, das Ziel der Tabelle ist, den entsprechenden Aktivitäten anhand des Energiegehaltes und anhand der Komplexität entsprechende Punkte zuzuweisen, und die Summe dieser Punkte für die aktivste Stunde dann als vergleichbaren Wert, den sogenannten Parascore, zu verwenden. Und ich habe mich hingesetzt und habe versucht, alles Mögliche an paranormalen Aktivitäten, die mir einfallen, hier niederzuschreiben und in ein entsprechend realistisches Verhältnis zu setzen. Die Tabelle ist aktuell abschließend. Ich möchte aber dazu sagen, es kann sein, dass es vielleicht doch irgendwann noch ein paar Sachen gibt, es gibt ja auch immer neue Technik, die dazu führen würde, dass diese Tabelle irgendwann angepasst werden muss. Das würde ich natürlich dann entsprechend vornehmen. Wir kommen dann später auch dazu, ich tue die Tabelle jeden freistellen zur Nutzung unter
der Creative Commons Lizenz mit der Weitergabe des Rechtes. Das heißt, es ist nicht nur Creative Commons, sondern wirklich der komplett freien Lizenz ohne Einschränkung der Nutzung, allerdings mit zwingender Namensweitergabe. Und ich werde das Video hier nicht aktualisieren, es sei denn, die Tabelle wird komplett unbrauchbar in Anführungszeichen, sondern nur diese downloadbare Version der Tabelle. Aber das hier ist der aktuelle Stand und ich behaupte, er wird auch eine Zeit lang so bleiben. Wir fangen an mit den K2 EMF Stufe 2 bis 3. Warum Stufe 2 bis 3? Naja, 1 ist der Ruhezustand, der quasi zeigt, dass das Gerät an ist. Ja, um die genauen Sachen der Geräte zu erklären, verweise ich hier mal auf die Playlist der Geräte. Da werden die alle erklärt, da will ich jetzt nicht noch näher drauf eingehen. Und bei Stufe 2 bis 3 können wir von einem Parascore-Punkt reden. Ihr seht, da ist ein Sternchen, das erkläre ich gleich, wenn wir das bei allen haben. Bei Stufe 4 bis 5, also wo schon merklich mehr Magnetfeld und damit Energieumwandlung stattfindet, können wir zwei Parascore-Punkte vergeben. Paralytes messen ja auch das Magnetfeld. Stufe 1 bis 3, weil ich hier sagen muss, die Stufe 1 ist halt nicht das Ruhelicht, sondern die haben ja eine Stufe mehr als das K2-Meter und sind deutlich empfindlicher. Gibt hier auch nur einen Punkt. Und bei 4 bis 5 gibt es zwei Parascore-Punkte. Das heißt, wenn ihr die ersten Stufen mitziehen will, dann wäre es Paralyte Stufe 1 bis 4 und dann später 5 bis 6. So, jetzt kommen wir zum Sternchen, das ist nämlich ganz wichtig. Wie misst man das? So, Magnetfeld flackert, ist jedes Flackern dann zu werten? Nein, das wäre zu aufwendig. Nur einmal pro begonnener Minute. Das heißt, wenn es zum Beispiel 10-mal pro Minute ausschlägt, dann sagt man, man wertet es nur einmal. Haben wir das Paralyte, das ich sag mal 3 Minuten lang am Stück ausschlägt, immer in dem Bereich 1 bis 3, dann haben wir halt 3 Minuten. Paralyte macht 3 mal einen Parascore-Punkt, macht 3 Parascore-Punkte, egal wie oft es da ausgeschlagen hat. Jetzt die Frage, wie sieht es denn aus, wenn wir mehrere Geräte verwenden? Ja, da kommt es drauf an, wo verwendet man die? Sind die alle nah beieinander steht, also im selben Raum oder in einem kleinen Abstand bis zu 5 Meter, dann kann man auch sagen, es ist höchstwahrscheinlich dasselbe Magnetfeld, das dieselbe Umwandlung dokumentiert und sie sind zusammen zu werten. Ist natürlich aber weit weg. Ich sage mal zum Beispiel, ich habe es in einen Raum, dann kommt ein langer Gang und in den anderen Raum stelle ich ein anderes. Dann sollten die getrennt gewertet sein, weil es ist extremst unwahrscheinlich, dass so ein riesiges Magnetfeld einfach so entsteht, es sei denn, es hat einen technischen Ursprung. Das kann man allerdings auch selbst festlegen, nur es wäre eine Empfehlung von mir, dass wenigstens ein Abstand von 5 Meter gewählt werden sollte. Das dürften die meisten elektromagnetischen Felder, die paranormal sind, ausschließen. Dann kommen wir als nächstes EVP, Geräusch unerklärlich, außerhalb Kontext und keine klar erkennbare Aussage. Also sehr, sehr wichtig. Unerklärlich ist klar, aber außerhalb Kontext und keine klar erkennbare Aussage. Das heißt, ich frage zum Beispiel, wie ist dein Name? Und es kommt ein Husten oder Hallo. Naja, Hallo wäre schon klar erkennbar, aber sagen wir ein Husten oder irgendein Genuschel. Dann kann man das noch als Parascore-Punkt 1 werten. Ihr seht wieder zwei Sterne, die kommen jetzt auch gleich den nächsten paar. Und zwar hat das damit zu tun, die Frage, wie man ein EVP aufnimmt. Macht man es mit einem Audio-Recorder oder Voice-Recorder, sollte man natürlich darauf achten, dass er nicht allzu viel Rauschunterdrückung hat, denn dann filtert er eventuell auch sowas weg. Und der nimmt halt nur auf, was er wirklich auch wahrnimmt. Bei Portal und Ghostbox in Kombination sollte man aufpassen. Die Ghostbox ist ja quasi nichts weiter als ein Radioempfänger, der quasi seine Frequenzperiode wechselt. Und das Portal ist ein guter Filter dazu. Allerdings sollte man sicherheitshalber hier auch einen Punkt wegen Mess und Schärfe abziehen. Bei der Ghostbox alleine, ich halte eh nicht viel von der, aber da kommen sowieso haufenweise Phrasen raus. Das ist ja dann quasi ungefilterte Radiofrequenzen, die rausgeschossen werden. Und es ist schwer, überhaupt da wissenschaftlich zu sagen, dass man es nehmen kann. Wenn es allerdings eine Sache ist, die wirklich lang ist und im Kontext, das sieht man bei den nächsten Punkten, dann kann man es verwerten. Aber so ist das mit diesem Toleranzpunktenabzug von 1, wenn man Portal und Ghostbox nennt, und von 2 bei nur Ghostbox quasi ausgeglichen. Bei Portal und Ghostbox kriegt man öfters mal Genuschel raus und Ghostbox kriegt man auch klare Worte und so raus, allerdings ohne dass was passiert. Ihr seht, wenn wir uns die Punkte uns anschauen, mit der Toleranz umgehen wir das. Als nächstes nehme ich EVP-Geräusch unerklärlich.
außerhalb Kontext, aber klar erkennbare Aussage. Das wäre jetzt das Beispiel, was ich vor uns hatte. Ich frage nach einem Namen und es kommt Hallo. Bei Portal und Grußbox kann man das schon durchaus werten, weil da kommt in der Regel ungefiltert, wenn Worst Case ist, obwohl der Filter gut ist, eigentlich selten klare Aussagen raus. Wenn es aber klar ist, dann kann man hier wenigstens einen Punkt vergeben. Bei der Ghostbox sollte man es nicht verwenden, weil da kommen auch so klare Aussagen. Es sind halt Radiosender. Wenn dein Sprecher gerade Hallo gesagt hat, dann ist das da drauf. Das muss nichts mit einer parapsychologischen Aktivität zu tun haben. Hier wird es dann schon deutlicher. Was ist, wenn wir ein Geräusch haben, das innerhalb des Kontexts unklar erkennbar ist? Also, man fragt nach dem Namen und ich bleibe bei dem Beispiel vor uns, es kommt Nina. Gut, das ist dann schon eher passend. Und ja, bei Portal, Ghostbox, kann natürlich sein, dass da, oder bei den Filtern sollte sowas gar nicht rauskommen, klar erkennbarer Name, deswegen kann man es dann werten. Bei der Ghostbox, gut, wenn da jetzt gerade jemand ein Interview mit einer Nina gibt oder einen Anruf und mit Nina angesprochen hat, dann kommt das dann halt dadurch. Aber wir hätten durch den Abzug der zwei Toleranzpunkte bei der Reihenverwendung der Ghostbox nur einen Parascore-Punkt, weil es dann auch plausibel wäre, denn die Wahrscheinlichkeit, dass gerade der Name in der Sekunde da genannt wird, ist halt trotzdem noch sehr gering. Und damit, mit dieser, ich sage mal, Toleranzabzug für Portal, Ghostbox oder nur Ghostbox, umgehen wir quasi Falschaussagen und dann darüber zu diskutieren, ist das jetzt wahr oder nicht, können wir es reinnehmen oder nicht. Das macht die Toleranz für uns. Das ist natürlich noch, wenn es komplex ist und außerhalb Kontext. Also, wenn ich die Frage wieder stelle, wie ist der Name? Und es kommt, ich finde es schön hier als Beispiel. Denn es ist außerhalb von Kontext, aber es ist ein klarer, erkennbarer Satz. Und normalerweise geben Portal und Ghostbox oder auch nur die Ghostbox solche klaren einzelnen Sätze nicht wieder. Und damit können wir es dann auf jeden Fall reinnehmen. Und das Beste ist natürlich, wenn es komplex und innerhalb des Kontextes ist, also die Frage ist, wie ist dein Name und es kommt, Hallo, mein Name ist Nina. Das ist dann so perfekt unerklärlich, das hat 5 Parascore-Punkte verdient. Denn energetisch gesehen ist das alles mehr oder weniger ähnlich. Klar, ein langer Satz ist natürlich energetisch aufwendiger, aber von der Komplexität her, innerhalb vom Kontext, ist das natürlich schon eine krasse Bewältigung. Wer ein bisschen Ahnung vom Programmieren hat, weiß, dass alleine schon, wenn man den Spieler die Möglichkeit zum Beispiel gibt, einen Charakter zu erstellen und den Namen zu geben, und dann jedes Mal, wenn irgendwo in dem Spiel Name gefragt wird, dass der eingefügt wird, das erfordert verhältnismäßig viel Speicher, vor allem wenn es ein Audio ist. Dann brauchen wir zwar immer nur noch die eine Audiodatei, die ist energetisch unverändert, aber die Abfrage, um das immer wieder rauszufiltern, ist dann höher. Es können natürlich sehr viele Namen nämlich geben. Aber gut, das war jetzt nochmal kurz ein kleiner Rückgriff. Dann kommen wir Eintrag ins Geisterbuch, unscheinbar simpel. Wenn die ganzen Begriffe der Geräte, auch wenn Geisterbuch als Gerät, ja, ein bisschen schwammig ist, ist natürlich ein Gegenstand, kommt alles später in den Listen zu den Geräten, das heißt, vielleicht ist es schon da, je nachdem, wann ihr das Video hört. Einfach da reinschauen, ja? Und Erklärungen zu den Geistertheorien, die folgen dann später hier im Vorgang. Ich werde das Video dann weit nach hinten schieben, deswegen hat es jetzt auch noch keine Nummer. So unscheinbar simpel, das heißt zum Beispiel nur Gekritzel, das vorher nicht da war. Das sind zwei Punkte. Ist es komplex, da steht ein Name, ist ein Bild gezeichnet, was auch immer, dann sind das 4 Punkte, weil, wie gesagt, die Komplexität muss immer beachtet werden. Ein echtes Ohr bringt 3 Punkte. Nun werden viele sagen, oh mein Gott, ich habe schon so viele Videos mit Obst gesehen. Oh, wie ist das denn? Also, es ist nicht mal Anzahl der Obst, die man sieht, sondern es ist halt nur für am Stück, wenn das Obst sich eine Minute bewegt oder 10 Obst, wären das immer noch 3 Punkte. Man wird ja auch nicht einen Geist pro Sekunde bewerten, sage ich mal. Allerdings 3 Sterne, ihr seht, ich muss hier große Einschränkungen geben. Ich weiß, viele Verfechter der Orbs finden die total toll. Das Problem ist aber, die sind leider sehr oft falsch positiv. Vor allem dann, wenn man eine eigene Lichtquelle verwendet und noch schlimmer, wenn man eine eigene Infrarotlichtquelle und Infrarotkamera verwendet. Das Staub in der Luft reflektiert dann so krass stark, das kann man sich gar nicht vorstellen. Macht einen staubigen Raum im Blitzfoto, selbst wenn ihr keine IR-Kamera habt, ihr habt so viele, ich nenne es mal Orbs, weil es einfach nur Staub ist, reflektiert. Deswegen brauchen wir harte Kriterien, was Orbs sind. Da gibt es tatsächlich welche, die habe ich mir nicht selbst überlegt, ich habe sie nur ein bisschen präzisiert.
Und ein Orb kann halt nur dann als evident angesehen werden, wenn sie erstens selbst Licht emittieren, also nicht reflektieren, sie dürfen nicht angestrahlt sein, sondern sie müssen von selbst aus leuchten. Denn selber leuchten spricht für Energie. Licht reflektieren spricht in der Regel eigentlich nur für eine glatte oder helle Oberfläche. Sie dürfen sich außerdem nicht geradlinig oder im Luftstrom bewegen. Also sie müssen schon eine Eigenbewegung aufweisen. Und es muss natürlich Fehlerquellen wie Insektenstaub und so weiter eindeutig ausgeschlossen sein. Dann kann man das verwenden, dann sind das gute Orbs. Davon habe ich bisher allerdings nur, ich glaube, drei oder vier gesehen. Es gibt eins zum Beispiel, das ist sehr berühmt im Internet. Ein Orb, was quasi vor der Kamera wackelt. Da bin ich mir relativ sicher, dass das höchstwahrscheinlich ein Tier in ein Insektennetz ist, was da quasi vom Wind bewegt wird. Aber okay, das so viel dazu. Ektonebel ist quasi, ja, ich sage mal, ein unerklärlicher Nebel, bringt drei Punkte, ist nach dem Geist. Geisterscheinung, das ist das Nonplusultra mit drei Sternchen und ein Küsschen dahinter. 20 Punkte, das knackt den Rahmen von 10 quasi doppelt, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Eine sichtbare Temperaturanomalie, das heißt, ein Schemel mit andersartiger Temperatur, wenn man Thermalsicht einsetzt, bewegt sich oder erst statisch und diese Ursache ist nicht erklärbar. Das heißt es also nicht, wenn ich die Küche filme mit einer Thermalkamera und sage, wow, der Ofen ist 5 Grad heißer, dann wird das höchstwahrscheinlich daran liegen, dass er gerade an war. Oder eine Oberfläche, die von der Sonne angestrahlt wird und dunkel ist, die absorbiert viel mehr Lichtenergie und gibt sie wieder in Form von infraroter Energie und Wärmestrahlung ab und wird von der Thermalkamera dann in Anführungszeichen positiv selektiert und als heißer dargestellt. Also es muss schon unerklärlich natürlich sein. Dann Kinect oder SLS-Gestalt, also sprich Strichmännchen, die reagiert eigentlich auch nur auf die Kombination von Körperform plus Infrarot. Es gibt verschiedene Ansichten davon. Tatsächlich aber ist die gar nicht so fehleranfällig, wie viele sagen. Wir haben hier ausgiebige Tests gemacht, indem wir simuliert haben mit Stock, zum Beispiel Hemd, Pullover in verschiedenen Farben drauf gesteckt, angewärmt. Also es muss schon wirklich die Form von dem Körper haben und warm sein, damit es überhaupt erkannt wird. Und das, wenn es halt keine statische Wärmequelle ist, geht das auch schnell wieder weg. Sie ist natürlich auch in dem Sinne fehleranfällig, dass sich irgendwas, wenn man sich selbst bewegt und sich außer Sichtweite bewegt, das versucht weiter zu verfolgen und dann quasi ein seltsames Schema abbildet. Und deswegen, man muss hier mögliche Fehlerquellen streng ausschließen. Es muss festgestellt werden, ob die Darstellung auch in ruhender Observation vorliegt und ob nicht eine Verzerrung durch Inventar, so eine technische Beeinflussung wie zum Beispiel IR-Verstärker oder Strahler die Ursache ist. Das ist eine große Mahnung an alle, die es verwenden. Wenn ihr natürlich mit einer IR-Strahler arbeitet und am besten noch mit einer IR-Kamera in Kombination mit einer Kinect-Kamera, dann strahlt ihr quasi, ich sag mal, mit der Wärmestrahlung an und die reflektiert Wärmestrahlung zurück. Wenn das dann so ein bisschen eine Körperform hat, wird die Kinect das als Schem erkennen. Das ist natürlich aber nicht der Fall. Deswegen hier immer sehr, sehr sauber arbeiten, sehr, sehr vorsichtig und umsichtig arbeiten und fragen, ist es vielleicht nicht doch was anderes? Auftauchende Spuren, also Fußabdrücke, Schleifspuren, Kritzeleien an Wänden oder so, irgendwas, das vorher nicht da war und natürlich nicht von einem selbst verursacht ist oder keine andere Quelle hat wie ein anderer Besucher. Drei Punkte. Schriftzüge an der Wand, die sind natürlich noch deutlicher, wenn sie eindeutig sind, als nicht nur gekritzelt, sondern vielleicht ein Wort. Das sind vier Parascore-Punkte, weil deutlich komplexer. Eine vorübergehende Temperaturänderung, da muss man graduativ arbeiten und ich habe gesagt, ein Punkt aller Zweifel Grad Celsius, die unerklärlich sind. Also nicht, wenn ein Windhauch kommt und es wird auf einmal kälter. Oder man wechselt den Raum und der Raum ist von der Struktur vielleicht wäre, weil der Aufbau anders ist. Sondern es muss halt eine punktuelle, vorübergehende Veränderung sein, die man nicht erklären kann. Bewegte Objekte, die leicht sind, Ball, leichte Gegenstände, die man bewegen kann. Zwei Parascore-Punkte. Durchschnittliche Objekte, die bewegt werden, also was jeder Mensch normalerweise leicht bewegen kann, wie ein Stuhl, ein Buch, ein Tisch, das sind 5 Punkte. Und schwere Objekte, das, was ein normaler Mensch eigentlich nicht bewegen kann, 10 Punkte. Also wenn zum Beispiel sich eine Anbauwand von selbst komplett verrückt oder so. Evanescence oder Accessio City sind schwere Worte. Das eine bedeutet
Verschwinden, das zweite Auftauchen von Gegenständen, sind 10 Parascore-Punkte, ja, sowas gibt es. Danach haben wir UV-Sporen, die unnatürlich sind, also das heißt Sachen, die man nur mit UV-Licht sieht, die aber eindeutig nicht von Menschen gemacht sind, also keine Notizen, sondern halt etwas, was vorher nicht da war. Beispiel, wenn wir eine Tür mit UV-Licht abgehen und da ist nichts zu sehen gewesen, wir gehen später hin und sehen Handabdruck, das ist so der Klassiker, der allerdings auch sehr selten passiert, wie uns das noch nie passiert, dann 2 Punkte. Eine elektrische Anomalie, die kurz ist, also Licht geht an und aus oder ein elektrisches Gerät spinnt für ein paar Sekunden, dann 2 Punkte. Eine lange elektronische Anomalie, wie zum Beispiel das Licht flackert 5 Minuten oder ein Gerät läuft 5 Sekunden lang, das bringt 4 Parascore-Punkte. Seltsamer Geruch, mit Vorsicht zu genießen, man muss natürlich die Ursache versuchen zu finden. Das haben wir eigentlich ganz oft, dass wir einen seltsamen Geruch haben. Bisher haben wir es sogar einmal gehabt, dass wir den Geruch tatsächlich nicht klären konnten und er auch super schnell wieder weg war. Sowas gibt dann halt 1 Punkt. Verletzung unnatürlicher Herkunft, das heißt, man spürt auf einmal einen Kratzer, obwohl man sich gar nicht geschrammt hat, schaut und sieht, man hat auch einen. Das bringt 2 Punkte. Und wenn der Shadow Master, das ist auch wieder ein Gerät, wenn keine Lichtveränderung mit bloßem Auge bemerkbar war und Fehlerquellen wie abnehmende natürliche Lichtquellen oder verwendete elektrische Lichtquellen sind, ohne Gestaltsichtung, bringt das 1 Punkt. Wenn man Gestalt sieht, ist natürlich wieder bei Erscheinung wie ein Geist. Der Shadow Master bei einer Lichtveränderung, die mit bloßem Auge auch bemerkbar war und nur vorübergehend, aber ohne Gestalt, sonst sind wir wieder bei Geist, bringt 4 Punkte. Wenn das Poltertune reagiert, sind das 2 Punkte. Und dann kommen jetzt noch ein paar wichtige Hinweise. Wie ich schon sagte, die spiegelt den aktuellen Forschungsstand wider und muss eventuell angepasst werden, wenn sich neue Erkenntnisse und neue Verfahren ergeben, die hier nicht aufgeführt sind. Das heißt, es sich feststellen lässt, dass einige der Sachen, die hier genannt sind, nicht mehr up-to-date sind. Und wie ich auch schon sagte, die Weiternutzung erlaube ich nicht nur, sondern die ist sogar sehr gewünscht unter allen möglichen Leuten, die sich mit Parapsychologie befassen. Und ich lese jetzt tatsächlich mal einfach vor, was ich hier geschrieben habe, weil das wirklich genau das trifft, was ich möchte. Die Tabelle stelle ich hiermit als Urheber unter der Public Domain, das heißt unter der öffentlichen Nutzung, mit Einschränkung der Namensnennung und Weitergabe der Namensnennung zur Verwendung frei. Link ist in der Videobeschreibung. Da findet ihr die Tabelle zum Download immer in der aktuellsten Version. Das bedeutet konkret, jeder darf diese Tabelle für alle möglichen Zwecke frei verwenden, unter der Voraussetzung, dass als Urheber Eckbert Aust, Forschungsgruppe Ghostwatching Scientists, angegeben wird und sichergestellt ist, dass diese Namensnennung weitergegeben wird. Deswegen, auch für kommerzielle Dinge, wie man das möchte, jeder darf es gerne verwenden, allerdings möchte die Urhebernennung bitte gesichert sein. Und ich würde mich auch freuen, wenn viele diese Tabelle verwenden, damit wir ein einheitliches Maß haben. Jeder kennt das höchstwahrscheinlich, uneinheitliche Maßstäbe sind schrecklich. Sei es jetzt das Metermaß in Europa und Inches und so weiter in einem anderen Land, sei es verschiedene Währungen. Einheitlich wäre immer sehr schön, um einen guten Vergleich zu haben. So, jetzt bringen wir halt noch ein Rechenbeispiel. Wir nehmen an, wir machen ein Monitoring von 2 Stunden. Dabei werden 2 Paralights im selben kleinen Raum verwendet, eine Überwachung mittels einer SLS-Kamera, also Kinect sozusagen, sowie EVP-Aufnahmen durchgeführt. Dies liefert folgende Ergebnisse, von denen der Parascore, kurz PS, zu berechnen ist. PSP sind die Parascore-Punkte oder die PlayStation Portable, aber hier in dem Fall die Parascore-Punkte. So, wir stellen also folgendes fest. Nach 15 Minuten und 42 Sekunden haben wir ein EVP außerhalb Kontext mit einer klar erkennbaren Aussage. Das sind 2 PSP-Punkte, denn wir haben einen Voice-Recorder verwendet und deswegen auch keinen Abzug. Nach 22.18 haben wir ein Paralight der Stufe 2, bei 22.45 ein Stufe 1, nach 22.03 eins der Stufe 2, das heißt von 22.18 an eine Minute, das heißt bis 23.18 ist das höchste zu wählen, Paralight Stufe 2 und als ein gemeinsames zu bewerten bringt 1 Punkt. Von 22.03 bis 23.15 ist mehr als eine Minute vergangen. Das heißt, das Paralight Stufe 5 dort können wir 2 Punkte bewerten. Dann haben wir lange Zeit Ruhe, fast eine Stunde lang. Und bei 1.15.28 haben wir eine SLS-Gestalt, die uns 3 Punkte einbringt. Bei 1.23.12 haben wir ein bewegtes Objekt, was mittelschwer ist, bringt 5 Punkte.
Und nach einer Stunde, 48 Minuten, 59 Sekunden haben wir ein EVP innerhalb von Kontext mit einer klar erkennbaren Aussage, das auch 3 Punkte bringt. Und daraus wollen, müssen, sollen, können, dürfen wir jetzt den Parascore bilden. Wir müssen also jetzt die Stunde suchen mit der höchsten Aktivität. Das machen wir jetzt einfach mal, ganz schematisch, auch wenn man es auf einen Blick sieht. Beginnen wir bei T 15:42, wo das erste war, plus eine Stunde, heißt also bis 1:15:41. Heißt also bis 1:15:28 hier, die erste S-Gestalt, rechnen wir das alles zusammen, sind 8 Punkte. Der nächste Bereich beginnt bei 22:18, plus eine Stunde wäre 1:22:17. Da gibt es nichts, das bewegt Objekt ein bisschen später, das heißt, da haben wir nur 6. Der nächste Bereich beginnt bei 23:15, plus eine Stunde ist 1:23:14, das heißt, bewegt Objekt Mittel ist noch drin, das sind 10 Punkte. Ja, der letzte Bereich sind die 3 letzten und rechnen wir die zusammen, haben wir 11 Punkte. Das bedeutet also, unser Parascore anhand unserer Berechnungsliste, anhand der Parascore-Tabelle für das Monitoring an diesem Ort beträgt 11, wäre damit als eindeutig paranormale Aktivität einzustufen und können wir hier quasi als Vergleichswert weiterverwenden. Und das ist, wie gesagt, Sinn und Ziel des Parascores. Einheitliches Messsystem mit einem einheitlichen Bewertungssystem, um einen einheitlich vergleichbaren, abgeleiteten Messwert, den Parascore, zu bekommen, mit dem wir hier feststellen können, ob Aktivität ist, die paranormal ist oder nicht, und das mit anderen Spukorten oder Objekten zu vergleichen. Ja, und damit sind wir auch am Ende der Vorlesung zum Parascore angelangt und damit meine Erlaubnis, den ab jetzt zu verwenden, weil den jeder kennt. Wie gesagt, nochmal zusammenfassend, ich würde mich freuen, wenn ihr diejenigen, die das Video sehen und selbst mit der Parapsychologie sich beschäftigen, diesen verwenden würdet. Gerne dürft ihr das alles teilen und verwenden. Kein Thema. Die Tabelle, wie gesagt, stelle ich zum Download bereit. Und Kritik, Anregung, Bemerkung etc. Wenn ihr mehr meint, da fehlt irgendwas vielleicht in der Liste, gerne auch in die Kommentare. Ich freue mich immer, irgendwas zu lesen, denn Wissenschaft lebt dadurch, dass man an eine Sache glaubt, aber sie wird erst richtig gut, wenn man über eine Sache diskutiert und eventuelle Diskrepanzen findet und über die redet. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, würde mich freuen, wenn ihr nicht daran denkt, ein Abo dazulassen. Daumen hoch hilft natürlich auch sehr und gerne könnt ihr uns auch was Gutes tun, unsere Forschung unterstützen. Dazu findet ihr den PayPal-Link oben, unten, eigentlich überall. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr weiter dran bleibt. Und ich sage bis zum nächsten Mal, macht's nicht gut, macht's besser und tschüss.